Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Make-up-Video. Ja, ich habe mir heute vorgenommen, euch die neue L'Oreal Infallible 24 Stunden Fresh Wear vorzustellen. Ich hatte sie mir letztes gekauft, habe sie euch auf meiner Bank gezeigt im Garten bei Instagram und habe sie dann aber zugeschickt bekommen und ich möchte sie euch heute zeigen, denn ich finde sie ganz toll. Ich habe mich damit schon in einem Video geschminkt. Ihr habt mich dort gesehen bei der Brigitte Box und ja, und ich habe mir gedacht, wir starten einfach mal. Ich schminke mich damit heute nochmal und ihr könnt sehen, wie schön sie ist, weil ich finde sie wirklich sehr schön. Ich kann euch auch gleich was dazu sagen. Als erstes, was verspricht L'Oreal eigentlich erstmal mit dieser neuen 24 Stunden Fresh Wear aus der Infallible Linie? Also, sie soll nicht austrocknen. Warum soll sie nicht austrocknen? Es ist für mich eine mit der ersten Foundations, die Hyaluronsäure enthält. Ja, sie enthält Hyaluronsäure und deswegen soll sie auch nicht mit austrocknen. Das nächste, was es ist, es soll keinen Maskeneffekt geben und es beugt Glänzen vor. Das stimmt, sie macht absolut gar keinen Maskeneffekt. Ich finde, sie macht einen ganz, ganz natürlichen Effekt. Fast so wie meine heißgeliebte Glam Beige, nur ein bisschen mehr Make-up, mehr deckender. Wobei ich sie in zwei Schichten auftragen werde. Das könnt ihr euch gleich anschauen, wie die erste Schicht aussieht und wie dann die zweite Schicht aussieht. Erfrischt und deckt Unebenheiten ab. Ja, finde ich auch. Sie macht wirklich ein ganz frisches Hautgefühl. Und ihr werdet das nachher hier auch sehen an meinem Leberfleck und an meinem Muttermal. Ich werde heute nichts machen an meinem Hals, sondern ihr könnt dann mitverfolgen, inwieweit das abgedeckt wird. Es ist immer noch so, dass sie natürlich zu sehen sind, aber es ist eine schöne Deckkraft. Es ist eine mittlere oder Semi-Deckkraft, würde ich mal sagen. Wobei sie bei dem Hautbild, was sie macht und wie sie sich so auf der Haut überhaupt so gibt, ja, sieht man das wirklich so kaum noch. Es sieht so ein bisschen verblasst aus und ja, man sieht es zwar noch, aber es springt einem nicht gleich ins Auge, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, es enthält Hyaluronsäure und es ist eine komplette neue Formulierung im Gegensatz zu der alten Infallible, die ich ja auch habe und auch schon ganz oft verwendet habe. Ich habe sie euch in vielen, vielen meiner Videos, glaube ich, schon 2016 und 17 auf alle Fälle gezeigt und ja, ich finde es ganz toll. Man soll auch keinen Primer mehr brauchen, das heißt also, wenn jetzt ein Primer drauf wäre, möchte ich mal kurz darauf hinweisen, dann könnte auch die Hyaluronsäure nicht in die Haut eindringen, ja. Das heißt, die Haut könnte nicht aufgefrischt und versorgt mit Feuchtigkeit werden. Das heißt, also ich würde mal sagen, man darf dann auch keinen Primer drauf machen, weil sonst hat man ja diesen Okklusiveffekt, also das heißt, die Haut wird abgeschirmt für Dinge von außen, denn es soll ja Feuchtigkeit gegeben werden und gleichzeitig über einen Silikonanteil, das nicht mehr nach außen dringen können und von außen kommt eine Foundation drauf und dann ist das so ein bisschen abgeschirmt. Ne? Wenn aber Hyaluronsäure in der Foundation ist, würde ich das nicht machen oder ich würde sogar sagen, darf man das nicht machen, weil sonst kann die Hyaluronsäure nicht eindringen. Also bitte keinen Primer. Ihr könnt natürlich gerne einen Concealer verwenden, aber ich werde auch in diesem Fall wieder keinen Concealer verwenden. Ich habe auch letztes Mal keinen verwendet und es sah super aus, auch ohne Concealer. Ja, deckt super, hält super, beschwert nicht und setzt sich nicht in die Falten und in die Poren. Das kann ich auch sagen, also es ist ganz selten, dass ich eine Foundation habe, die so leicht ist, aber trotzdem gut deckend und dann noch frisches Aussehen macht. Das ist meistens eine BB Cream oder die Glam Beige, die ich euch immer gezeigt habe. Das war ja in diesem Sommer mein absoluter Favorit, den ich auch nachgekauft habe, weil ich sie so oft verwendet habe. Ja, ihr habt das nicht so gesehen in meiner Sommerpause, aber das war halt immer so mein Liebling. Diese hier wäre eine gewesen, wenn die früher rausgekommen wäre, hätte ich die im Sommer auch genommen, weil die macht ein ganz natürliches Hautbild. Sie beschwert nicht, sie macht wirklich keinen Maskeneffekt. Sie hält super. Also bei mir hält sie seine 7 bis 8 Stunden. Wenn es natürlich sehr heiß wird draußen, dann kann ich euch nicht sagen, wie lange sie halten wird. Das hängt von jedem selber ab. Bei mir ist immer das Problem, ich bin ein Gesichtsschwitzer und ich schwitze wirklich extrem im Gesicht und da zerläuft mir meistens alles. Also da wird kaum etwas halten, nicht meine BB-Cream, weil dann fange ich an zu wischen und das ist eine Extremsituation, sage ich immer. Da kann man sich bei mir nicht drauf verlassen. Ein normaler Sommertag oder auch ein heißer für jemanden, der sagt, ich bin kein Gesichtsschwitzer, da wird sie mit Sicherheit auch ganz normal halten, weil sie geht eine gute Verbindung mit der Haut ein, habe ich gemerkt. Die soll nämlich auch nicht abfärben. Das heißt, wenn ihr dann Kleidung anhabt, dann soll sie auch nicht hinterher an der Kleidung abfärben. Kann ich schon zusagen, stimmt. Ich hatte hier einen Pulli an, auch schon vom letzten Video, da hatte ich mich damit geschminkt, auch bis hier unten runter ans Dekolleté und der Pulli ist nicht abgefärbt, gar nichts, absolut nichts dran und das stimmt auch. Also ich finde sie wirklich sehr, sehr gut, liegt bei einem Preis von ca. 13 Euro, das ist jetzt das Fläschchen, was ich mir gekauft habe, bevor ich das zugeschickt bekommen habe und ich habe in diesem Fall jetzt aus dieser Verpackung mit den zugeschickten Produkten mir diese kleine Tube rausgeholt.
Das ist die 145 Beige Rose. Ich habe festgestellt, dass es wirklich meine allerliebste und beste Farbe für meinen Hautton ist. Da müsst ihr schauen, weil es gibt jetzt 28 Farben. Von ganz hell bis ganz dunkel ist wirklich für jeden etwas dabei. Und ich habe schon ganz viele positive Rückmeldungen wirklich bekommen auf Instagram. Tolles Feedback, was ihr mir schon gegeben habt, dass einige geschrieben haben, oh Astrid, weil ich hatte es dort gezeigt, dass ich es zugeschickt bekommen hatte. Du hast schon probiert, die ist super, probier die mal. Ja, vielen Dank. Ich hatte sie mir gekauft, aber in einem anderen Farbton. 120 Vanilla, aber irgendwie habe ich hinterher gedacht, hier diese 145, die sieht noch besser aus bei mir. Und ehe wir jetzt lange weiterquatschen, fangen wir einfach mal an, sie aufzutragen. Ich habe mir heute auch vorgenommen, dass ich sie mit dem Beauty Blender auftrage. Im Übrigen habe ich eine Mischhaut, das heißt, ich habe eine T-Zone, die öfter mal zum Glänzen und ein bisschen Nachfetten sorgt. Und der Rest ist bei mir immer trocken. Und ja, das ist immer so diese Problematik, was ist es bei Mischhaut? Fängt es dann an der Stirn zu glänzen an oder nicht? Und ich kann nur sagen, bei mir hat es nicht angefangen zu glänzen. Und jetzt ist es auch gerade die Jahreszeit, finde ich, wo man es gut ausprobieren kann, auch für mich. Und es war eine tolle Erfahrung. Ich fand sie wirklich sehr, sehr gut. Ich fange jetzt einfach mal an hier an der Stirn. Sie gleich mal mit dem angefeuchteten Beauty Blender aufzutragen. Der ist angefeuchtet. Auf alle Fälle mag ich das sehr gerne, weil dann auch noch gleichzeitig da eine Frische von kommt natürlich. Der ist schön angefeuchtet bei mir. Den mache ich also richtig unter dem laufenden Wasser mit Wasser voll. Also der quillt richtig auf und ja, und dann ist der richtig schön feucht. So, das ist die erste Schicht, die ihr hier sehen könnt und die finde ich schon mal sehr, sehr schön. Sieht sehr frisch aus, es sieht überhaupt nicht trocken aus, nicht dieser absolute Maskeneffekt und getrocknet oder so dieses Matte manchmal. Wenn man so matte Foundation hat, dann muss man da, also ich zumindest, muss unter einer matten Foundation immer einen Primer drunter machen, sonst wird es sehr, sehr, sehr trocken auf meiner Haut und kommt absolut nicht rüber, also nicht gut rüber und von daher, das Ergebnis finde ich schon mal klasse. Das gleiche machen wir jetzt natürlich am Hals, das heißt, ich mache mir jetzt hier auf meinem Beauty Blender auch was drauf und fange an, das hier so zu verteilen und dann werdet ihr auch gleich sehen, wie sich das hier auf meine Mutter mal macht und das fand ich auch schon richtig gut. So, schaut euch das mal an. Erster Auftrag, Mutter mal hier Leberfleck, ne? Also wirklich klasse. Ich gebe jetzt noch ein bisschen auf, weil ich gehe auch noch runter ans Dekolleté. Ich kippe mal ein bisschen in den Spiegel, mache den Pullover weg und werde das auch hier unten auftragen. Und weil die so natürlich ist und so schön frisch rüberkommt, sieht man absolut überhaupt nicht, dass man eine Foundation trägt. Also dass man, manchmal hat man das ja, dass man sieht, oh, Make-up drauf und so, ne? Und hier überhaupt nicht. Das sieht aus hinterher, als wäre das wirklich alles eins, könnt ihr das gut erkennen. Und ich finde es toll. Also ich finde die wirklich, wirklich toll. Ich bin begeistert und ich gehe jetzt auch nochmal hier ein bisschen über das Augenlid. Da mache ich auch gleich nochmal bisschen drauf und da kommt auch noch ein Primer drauf und oder ein Concealer, muss ich mal gucken. Und jedenfalls, ich finde das Ergebnis ganz, ganz toll. Könnt ihr das sehen? Es ist doch wirklich super und die kommt ganz natürlich rüber. Noch viel schöner natürlich hier in meinem Spiegel, weil die Kamera dieses Hautbild gar nicht so einfangen kann und ja, ich finde es ganz, ganz toll. So, ich gebe jetzt einfach nochmal eine, ja, so ein bisschen hier auf den Schwamm. Und gebe mir das hier an meine typischen Stellen, wo ich immer leicht zu Rötungen neige. Gehe hier auch gleich nochmal mit übers Auge und trage das hier nochmal ein bisschen auf. Also da immer eine zweite Schicht für mich. Dann erspare ich mir bei einer Foundation wie dieser hier auch den Concealer. Und ihr könnt jetzt schon sehen, dass das super gut rüberkommt. Toll, auch hier am Kinn. Da kriege ich auch so dieses sogenannte, ja, ist das ein Erdbeerkinn? im Übrigen, im Alter bleibt einem nichts erspart, Bild. Gar nichts. Wenn ihr glaubt, dass da irgendwas an euch vorbeigeht, werdet 52 oder weiß ich nie wie alt, irgendwas kommt auf alle Fälle. So, und jetzt gehe ich nochmal mit hier am Hals nochmal wieder lang. Auch nur so einen Tropfen habe ich jetzt genommen und gehe nochmal über das Muttermal. Und dann seht ihr auch schon, dass dieses Muttermal weich gezeichnet ist, ne? Ich würde das mal so als weich gezeichnet bezeichnen. Und das reicht mir auch schon im Sommer, weil so finde ich es natürlich für den Alltag bombastisch. Da brauche ich kein Puder, ich brauche keine Full Coverage und so. Da finde ich diese hier absolut grandios. So, ich gehe hier nochmal ein bisschen am Haaransatz lang, dass ich da oben nicht wieder so einen Balken habe oder irgendwas.
Und dann vergesst eure Öhrchen nicht. Ja, und ansonsten finde ich das Ergebnis richtig toll. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Toll, also wirklich toll. Und ich mag sie und ich würde sie auch jetzt mir wieder kaufen. Ich habe die Infallible mir auch zweimal gekauft damals. Und weil ich sie damals schon mochte, die war noch ein bisschen anders. Die war ein bisschen deckender, noch so ein bisschen... Ja, diese hier ist wirklich 24 Stunden fresh, ne? Freshwear. Und das merkt man schon. Also ich finde die ganz toll. Und dadurch, dass sie auch nicht beschwert, also die Haut, die kann atmen, ne? Man ist dann nicht da drunter und denkt, boah, ich habe jetzt eine Foundation drauf, ich fange das Schwitzen an und so. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber hier überhaupt nicht. Ganz, ganz toll. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich habe im Übrigen eine ganz normale Tagespflege drunter von Barbour, mein Serum und meine Barbour-Creme. Natürlich noch eine halbe Ampulle vorher. Ansonsten Augencreme, das war's. Also nichts Spektakuläres oder so. Ich habe keinen Primer, keinen Concealer, ich habe gar nichts drauf. Ihr habt das gesehen. Ich habe einfach nur die Freshwear aufgetragen. Und ja, muss ich sagen, hat L'Oreal eine schöne Foundation rausgebracht. Ich mag sie. Ich finde sie ganz toll. Und ich werde jetzt noch ein paar Produkte auftragen. Das heißt, wir machen jetzt noch ein Make-up-Set komplett, weil ich drehe dann auch gleich nochmal wieder ein Video hinterher. Dann bin ich gleich fertig geschminkt und habe mir gedacht, so kann ich euch gleich dran teilhaben lassen und euch die neue Foundation von L'Oreal zeigen. Tolle, tolle Sache und die Haut ist wirklich sehr, sehr schön gepflegt. Durch die Hyaluronsäure natürlich. Die spendet ja Feuchtigkeit. Und wenn ihr jetzt wollt, könntet ihr zum Beispiel sagen, okay, ich gebe noch ein bisschen hier von Isana das Wasserspray Hydro für sofortige Erfrischung auf. Das können wir aber vielleicht hinterher auch machen oder von mir jetzt nur noch kurz gucken. Auch vorher. So, dann habt ihr das Ganze nochmal aufgefrischt. Also ich finde das toll, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit. Wir haben immer noch relativ hohe Temperaturen. Wir hatten einen grandiosen Sommer. Wir bekommen einen ganz tollen September noch und natürlich nicht mehr mit diesen ganz heißen Temperaturen. Aber ja, dafür ist sie absolut gut geeignet. Also ich finde sie schön. Und auch in der Winterzeit ist sie gut, weil durch die Hyaluronsäure habt ihr immer einen feuchtigkeitsspendenden Speicher. Das heißt, ihr tragt sie auf, ihr tragt nochmal ein Thermalwasser auf eurer Wahl. Und selbst im Winter, wenn die Heizungsperiode dann kommt, die Luft trocknet aus, sie trocknet eure Haut aus, dann habt ihr hier die Hyaluronsäure mit drin und das finde ich gut. So Mädels, jetzt fangen wir an. Ich gebe mir nochmal hier von Clarins den Eclat Minute. Das ist ja der Pflegebalsam für die Lippen. Ich gebe das jetzt mal vorher ein bisschen drauf, weil den liebe ich. Das ist so, ich sage immer mein Primer für die Lippen, bevor ich mich schminke oder auch, ich habe ihn auch oft in der Handtasche nur als Pflegestift, weil es ist nicht nur einfach ein Pflegestift, es hat tolle Inhaltsstoffe, lest einfach mal. Ich werde ihn unten euch nochmal mit reinsetzen in die Infobox, schaut gerne rein, da stehen immer meine ganzen Sachen, die ich angewendet habe und da werdet ihr ihn finden. Ganz toller Stift. So, jetzt haben wir die drauf, jetzt könnten wir eigentlich mal anfangen und mit der neuen Lip La Petite Palette. Das ist im Übrigen meine Lieblingspalette, die Farbe Nudist, oder das ist der Farbton, die Zusammenstellung Nudist oder Nudista. Die liebe ich und ich werde jetzt aber vorher nochmal ein bisschen von dem L'Oreal Infallible Moment, von der Pomade, von der Concealer-Pomade auftragen. Und das werde ich eben mal schnell machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und das Ganze werde ich jetzt noch ein bisschen abpudern und zwar... Mineral Foundation Puder heißen die, glaube ich sogar. Hier habe ich diesen transparenten Farbton. Damit mache ich das eigentlich immer ganz gerne, weil dieser Pinsel hat hier im Übrigen auch von L'Oreal die richtige Größe. Den bekommt ihr auch in der Drogerie. Da gehe ich rein. Ihr könnt mal schauen. Seht ihr, was für ein feiner... Das ist wirklich Staub. Das ist wie Staub, der da rauskommt. Ganz fein. Und damit könnt ihr dann wirklich auch euer Lid abtupfen und das... Ihr settet also den Concealer hier und dann ist der damit auch gut. Das geht gut hier mit der Größe. Seht ihr das mit dem Pinsel so über die Augen? Ich habe davon auch die anderen Farben und dazu kommt jetzt auch das Video demnächst. Ich werde jetzt alles aufarbeiten. Und jedenfalls sind das diese neuen Minerals Foundation Puder und die sind ganz toll von L'Oreal. Kann ich auch nur empfehlen, die sind sehr gut. Schaut auch mal bei anderen YouTubern, die sind alle eigentlich durchweg begeistert. So, jetzt nehmen wir die La Petite Palette. Da nehme ich im Übrigen nur 2 bis 3 Farben von. Wir fangen mal einfach mit einem Auge an. Ich habe hier einen Pinsel von Zoeva. Den habe ich dafür schon mal genommen. Das ist, glaube ich, der 227. Damit trage ich hier erstmal in meine Lidfalte
den rötlichen, burgundfarbenen Ton auf. Seid vorsichtig. Die sind unheimlich gut und stark pigmentiert. Auch da habe ich tolle Feedbacks bekommen, im Übrigen vielen Dank. So, ich gebe immer in die Lidfalte und ein bisschen hier hoch bis zu dem kleinen Knochen hier an der Orbit, also an diesem Augenbogen hier, dieser Knochen, der hier ist. Und da gehe ich immer hoch, trage das auf und dann werde ich im Prinzip auf das bewegliche Lid noch eine andere Farbe geben. Dann nehme ich diesen Shader Brush und damit werde ich hier zum Beispiel diesen rosanen Farbton hier auftragen und gebe den hier vorne auf das bewegliche Lid drauf. Das habe ich im Übrigen auch im Sommer so geschminkt. Da wurde ich schon danach gefragt, Astrid, bitte schminkt mal das Augen-Make-up mit den Produkten nach. Und ja, mache ich heute gerne damit. Dann nehme ich hier so einen kleinen Pencil Brush, auch von Zoeva. Gehe hier unten nochmal am unteren Wimpernkranz lang und werde das Ganze hier ein bisschen bis zur Mitte oder so drei Viertel des unteren Lides auch mit auftragen. Und gehe dann nochmal hier oben rum, sodass das eine Verbindung ergibt. So, das Ganze mache ich jetzt natürlich mit dem rosanen Farbton auch. Ich habe hier immer an der Seite ein kleines Handtuch liegen. Da gehe ich immer drauf und säubere meine Pinsel. Der burgundfarbene Ton war im Übrigen matt. Dieser roséfarbene hat ein bisschen Schimmer. Von daher gebe ich ihn hier auch im inneren Augenwinkel mit auf und ziehe mir den dann hier vorne nochmal so ein bisschen rüber und hier oben auch. So, und jetzt kann man im Prinzip das Ganze nochmal wieder mit dem etwas dunkleren Farbton hier als Übergang verblenden. Und man könnte jetzt auch noch etwas anderes mit hinzufügen, eine andere Farbe. Ich habe es im Sommer schon so gelassen. Ich nehme jetzt nämlich noch einen Blenderpinsel und werde das Ganze mal ein bisschen verblenden. Und gehe jetzt noch mal in den anderen Farbton rein, und zwar ist das so ein bisschen bräunlich oder bronzefarben. Ihr seht da schon, wie viel Farbe der Pinsel gleich aufnimmt. Da müsst ihr echt vorsichtig sein und gebt das Ganze hier noch mal so ein bisschen in die Lidfalte mit rein. Das gibt noch mal so ein bisschen eine Tiefe rein hier von dem bräunlichen Ton. Das ist so ein, ja, so ein Bronzeton. Wer das aber nicht mag, kann das auch schon weglassen und sagen, nö, das ist nicht so mein Ding. Der ist auch so ein bisschen schimmernd. Das Ganze kann man wieder verblenden. Er gibt auch einen schönen Farbton in dem Moment. Und ihr könnt nochmal mit dem rötlichen Farbton hier wieder drüber gehen und das Ganze nochmal verblenden. Also wie gesagt, den kann man auch hier zum Beispiel im äußeren Augenwinkel noch mit auftragen, dass man hier rüber geht bis zur Mitte. Und das Ganze hinterher nochmal ein bisschen mit dem rosanen Farbton wieder im inneren Bereich, im inneren Augenwinkel, gehe ich hier wieder rein und ziehe mir das Ganze hier nochmal wieder etwas heller rüber. So könnt ihr das auch machen, wenn ihr gerne noch so einen bräunlichen Ton mit einsetzen wollt. Im Übrigen kann man den bräunlichen Farbton auch nochmal mit ans äußere V setzen, hier hinten hin, und dann sieht das Ganze noch ein bisschen, ja, schöner aus, ne? So, jetzt können wir das Ganze nochmal ein bisschen verblenden mit einem Blenderpinsel. Und was ich jetzt mache, ich habe mir hier schon meinen Bronzer hingelegt, und zwar ist das der Back to Bronze von L'Oreal. Und das Ganze werde ich jetzt mal gucken mit einem Pinsel hier von For Your Beauty, von mir aus, von Rossmann, werde ich das Ganze hier oben so ein bisschen verblenden und dadurch wird der Übergang schöner, ne? Wenn ihr dann hier so einen Bronzeton nehmt. So. So, ich habe das Auge ja jetzt fertig. Ich werde jetzt noch schnell das andere Auge schminken und dann sehen wir uns zur Mascara wieder. So, meine Lieben, jetzt könnt ihr das Resultat sehen auf beiden Augen. Und jetzt werden wir die Mascara auftragen. Und zwar auch eine ganz neue von L'Oreal. Es ist die L'Oreal Unlimited. Ich mag die. Ich habe euch die schon vorgestellt auf Instagram. Ihr habt schon ein paar Mal auch auf den Bildern gesagt, boah, hast du tolle Wimpern. Die macht auch tolle Wimpern. Und die werden wir jetzt zusammen auftragen. Ich zeige euch das mal. Im Übrigen hat die einen Hals, den man so abknicken kann. Das heißt, auch für jemand, der sagt, ich möchte lieber so mir die Wimpern tuschen. Das heißt, ich habe nicht diesen langen Stiel. Der kann natürlich auch so sich die Wimpern tuschen. Gerne. Man kommt damit natürlich auch hier
richtig in den inneren Augenwinkel. Das hat aber auch was mit dem Bürstchen zu tun. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Ihr könnt hier sehen, wie schlank vorne dieses Bürstchen wird. Das hat natürlich den Vorteil, dass man hier super gut an den unteren Wimpernkranz kommt. Ihr seht auch schon die Form, wenn man es so machen möchte. Und ansonsten kann man es natürlich auch gerne wieder ausklappen. Und ich mache das meistens so, dass ich sie mir tusche, wenn die Bürste ganz ausgeklappt ist. Ja, ich bin es einfach so gewohnt. Und wie gesagt, das Schöne an der Mascara soll sein, dass man sie auch immer wieder nachtuschen kann. Das heißt, man hat immer wieder die Möglichkeit aufzutuschen. Das heißt, die wird nicht so trocken. Die wird natürlich irgendwann trocken, aber erstmal hat man Zeit. Und man kann wirklich hier sagen, ich möchte nur ganz dezent meine Wimpern tuschen. Das sind ja keine Nylonbürstchen, sondern das sind ja diese Gumminoppen. Die mag ich ja immer ganz gerne, weil man mit denen natürlich schöne definierte Wimpern machen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das schon sehen könnt. Auf alle Fälle habe ich hier jetzt eine Schicht aufgetragen und so kann man sie auch erstmal lassen und machen. Okay, ich mache jetzt den unteren Wimpernkranz. Wie gesagt, damit komme ich hier super unten überall dran, wie ihr sehen könnt. Schnell getuscht, schnell ist man fertig und dann kann man sagen, okay, ich möchte sie jetzt zum Beispiel wie ich heute, ich mache ein Video und die möchte ich einfach ein bisschen dichter haben, noch schwärzer. Auf alle Fälle macht die ganz tolle Wimpern. Ihr könnt immer wieder nachtuschen, gar kein Problem. Ihr könnt auch im Nachhinein, so wie ich jetzt, anfangen und den Wimpernkranz verdichten, dass ihr mal so richtig rangeht und das rausholt. Ich muss gerade gucken, meine Kamera läuft hier noch, ja. Und zieht dann wieder nach oben durch. Also ich finde sie sehr schön. Ich finde, im Moment war es auch meine Lieblingsmascara. Ich habe sie ständig wieder rausgeholt und gerade auf Instagram habt ihr mich immer gefragt, also was trägst du heute wieder für eine Mascara? Deine Wimpern sind ja toll und da habe ich immer gesagt, das ist die neue Unlimited von L'Oreal, ne? Also die ist wirklich schön. Und wie gesagt, ihr könnt immer wieder beigehen und sie nachtuschen und immer dichter machen. Das mache ich jetzt, weil ich ja hier ein Video drehe und jetzt werden die auch schon echt dunkel und viel schwärzer und ja, das brauche ich ein bisschen bei der Kamera, ne? Sonst seht ihr hinterher nichts. Aber auf alle Fälle, so würde ich sie jetzt schon lassen. Und das finde ich ganz toll. Also ich mag die wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Ich gucke mir das mal von Weitem an und das könnt ihr hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Ich finde sie sehr schön. Ich finde sie sehr, sehr schön. Und trotzdem, obwohl ich jetzt so 3-4 Mal drüber getuscht habe, sind die Wimpern immer noch nicht so verklebt wie bei manch anderem. Es gibt ja so Mascaras, die dann so wirklich die ganzen Wimpern verkleben, ne? Das mag ich ja nicht so. Nein, hier die Wimpern werden dichter und schwärzer, aber nicht so verklebt. Der erste Auftrag ist mir immer ganz lieb, wenn ich zum Beispiel so privat unterwegs bin, morgens zum Einkaufen in die Stadt oder so, dann mache ich es meistens nur einmal, weil mir das dann reicht. Und hier für die Kamera, da mache ich dann immer zweimal drauf. So, ich tusche jetzt auch nochmal schnell die andere Seite und dann könnt ihr das euch anschauen, wie es auf beiden Seiten aussieht. So, ich glaube, ihr könnt das so ganz gut erkennen, ne? Also die macht wirklich sehr, sehr schöne Wimpern. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Dann könnt ihr es vielleicht auch noch ein bisschen besser erkennen. So sehen die aus. Ich werde mal so ein bisschen mich hier drehen. Und die könnt ihr immer wieder auftragen. Ich habe jetzt hier auch ungefähr 3 Schichten drauf. Und rein theoretisch könnte man nochmal nachgehen. Das macht der Mascara überhaupt nichts aus. Ich finde sie echt schön. Ich liebe sie. Und ja, ich habe die so oft drauf gehabt in letzter Zeit. Und ihr könnt natürlich jetzt auch erkennen, wie die Foundation so rüberkommt. Ich hoffe, es ist genug Licht da. Obwohl ich festgestellt habe, wenn ich jetzt wieder ein bisschen weiter wegdrehe, dann ist der Lichteinfall wieder ein bisschen besser. Ja, Mädels, das ist zum Beispiel die Mascara. Ich muss nur mal gucken, ob die Kamera noch an ist. Ich finde die echt grandios, grandios. Und jetzt tragen wir mal die... Machen wir jetzt die Augenbrauen. Da zeige ich euch auch ein neues Produkt. So, viele von euch werden das Produkt wahrscheinlich schon kennen von Instagram. Ich habe es euch da schon gezeigt. Ich habe im Übrigen da die Nummer 010 gehabt, habe mir aber die 20 und die 30 noch nachgekauft, weil ich festgestellt habe, dass mir die Nummer 10 zu hell ist. Die ist sehr, sehr gelbstichig, also wirklich etwas für Menschen mit einem gelbstichigen Unterton, vielleicht blonden Haaren oder so. Ich habe mir die dunkle auch geholt, aber die war zu dunkel. Das ist wirklich schon was für dunkelbraune und schwarze Haare. Dieses hier ist wirklich etwas für mich, habe ich festgestellt. Die 020 und ich werde sie heute auch mal ohne den Stift auftragen. Das Bürstchen ist sehr, sehr schön, weil es ist sehr, sehr schlank. Das zeige ich euch auch mal. Das könnt ihr hier, glaube ich, ganz gut erkennen.
wie fein dieses Bürstchen ist. Und ich trage jetzt einfach heute mal mit euch hier den 020, das ist der mittlere Farbton auf. Der reicht mir Masse. Und ihr wisst ja, ich nehme ja sonst immer von Maybelline den Brow Precise Fiber Filler. Und da sind so kleine Federchen ja drin. Hier ist es so, da gibt es einen passenden Augenbrauenstift, der soll diese Federchen enthalten. Und hier ist es, wie gesagt, eine Tinted Brow Mascara, die die Wimpern auch dauerhaft mit einfärben soll. Ich werde sie einfach heute mal nur so anwenden. Ich habe keine Lust, mir jetzt dann noch irgendwie was aufzufüllen. Und ich wollte mal gucken, ob das auch so geht. Werden wir uns gleich mal angucken. Ich mache auch gleich mal die zweite Seite. Lässt sich aufgrund des feinen kleinen Bürstchens, ach, da habe ich jetzt gepatzt, im Übrigen gut auftragen. Ich hole mir mal eben einen Q-Tip und mache das mal weg, nicht, dass das noch einzieht. Ja, da ist auch gut Farbe dran, ne? Also man muss nicht denken, dass das jetzt irgendwie so sparsam ist. Also, nee, gut Farbe dran. Und dann kann man hier oben über die Augenbrauen gehen, schön rüberziehen. Und wie gesagt, die sollen sich dann nach und nach einfärben. Würde natürlich das dann bedeuten, dass man irgendwann sagt, okay, ich brauche sie nur noch mit einem transparentfarbenen Gel durchkämmen und dann reicht das. Ja, es ist noch nicht ganz so mein Farbton. Ich hätte mir gerne einen aschigen Farbton gewünscht, aber irgendwie scheint das für alle Hersteller ein Problem zu sein. Ich höre es immer wieder, dass ihr mir draußen schreibt und sagt, Astrid, ich brauche unbedingt was Aschiges. Und wenn es dann was Aschiges gibt, wie auch bei dem Maybelline zum Beispiel, bei dem Brow Precise Fiber Filler, da gab es ja dieses Medium Brown, das war so ein bisschen aschig, haben sie auch rausgenommen. Ich verstehe es nicht, weil es ist ein Farbton, den jeder tragen kann, der so einen aschigen Farbton haben möchte. Oder so wie ich hier mit grauen Haaren sitze und sage, nee, mir ist jetzt mit dem Gelb stichig, das geht schon gar nicht. Und hier mit dem Braun, naja, aber am liebsten wäre mir so ein aschiger Ton. Schade eigentlich, finde ich echt schade. Aber ansonsten finde ich ihn sehr gut, der liegt so irgendwie bei 3 Euro und ob bei 48 oder 98 kostet, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, setzt euch das unten nochmal in die Infobox. Ansonsten googelt mal, macht mal DM auf und googelt einfach mal, was kosten die. Und ja, aber ansonsten finde ich ihn sehr schön. Das Bürstchen ist ganz toll, hält auch ganz gut den ganzen Tag und ja, gefällt mir. So, als nächstes werden wir jetzt natürlich den Bronzer auftragen. Das ist dieser hier von L'Oreal, der Back to Bronze. Ihr wisst, den habe ich schon vom ersten Tag an geliebt und gemocht. Dafür nehme ich mir hier so einen Pinsel von Evelyn. Das ist dieser mit den zwei Seiten, Foundation auftragen und Puder. Und den werde ich mir jetzt nehmen und damit fangen wir mal an, dass wir so ein bisschen hier pudern, also bronzen. Und den mag ich wirklich sehr gerne. Ja, und danach tragen wir den Blush auf, den Peach Blush, Life is a Peach. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache das mal eben fertig. So, ich glaube, das könnt ihr jetzt ganz gut erkennen. Also ich mag den Back to Bronze wirklich sehr gerne, weil es ein schöner, schokoladiger, aber dennoch so ein bisschen ins Aschige gehende. Also es ist so ein Farbton, jeder, der was Aschiges möchte, kann den gut benutzen. Also ich finde den richtig toll. Und wie gesagt, der ist sehr schokoladig, also sieht also zumindest so aus und hat auch so einen leichten Aschton mit drin. Also ich finde den ganz toll. Ich habe den auch schon sehr oft benutzt. Da geht auch schon so langsam die Prägung jetzt runter. Und ja, und jetzt nehmen wir einfach den Life's a Peach, der im Übrigen unheimlich gut duftet nach Pfirsich. Und den werde ich hier jetzt nochmal so ein bisschen mit auf die Wangen setzen und hier rüberziehen. Und den mag ich also sehr, sehr, sehr gern. Es ist ein schöner Farbton, es ist wirklich so ein schöner Peachton, so ein sommerlicher Ton. Ich weiß noch, als ich ihn auf Instagram vorgestellt habe, habe ich gesagt, das erinnert mich an so heiße, warme Sommertage, an Süden, an Urlaub und dann fiel mir das Lied Down Under ein aus den 80ern und habe euch da teilweise einige voll mitgerissen. Und ja, aber ihr könnt das auch gerne noch auf euren Nasenrücken machen, das schadet überhaupt nichts, das geht. Und so ein bisschen hier unten mit hin, gar kein Problem. Also auf alle Fälle finde ich den sehr schön. Ich mag den. So, einer mit meiner Lieblinge neben dem anderen L'Oreal Blush, ne? So, das war's, Mädels, was ich euch heute zeigen wollte. Ich glaube, wir haben jetzt alles drauf. Ihr habt mit Sicherheit euch gewundert, was ich hier für komische Swatches auf meiner Hand habe. Ja, ich habe einige neue Produkte von L'Oreal noch zugeschickt bekommen. Und zwar sind das die aus dieser Schokolade-Serie. Und die wollte ich euch eigentlich vorstellen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich jetzt einfach davon einen nehme
und euch den vielleicht gleich zeige. Es gibt aber auch noch neue Lippenstifte, die hatte ich euch bei Instagram gezeigt, aus dieser neuen Paris in Love Linie. Die arbeiten ja wieder mit DKMS zusammen. Es geht wieder 1 Euro an die DKMS. Im Übrigen ist der schwarze der Farbton Lena. Der ist wirklich Lena, da steht auch keine Nummer drauf, und den 214er. Ja, ich habe mir überlegt, ich werde euch jetzt einfach mal einen von den ganz neuen zeigen. Ich bin gleich wieder da und dann stelle ich sie euch vor. So, meine Lieben, so kam das bei mir an. Fand ich ganz, ganz toll. Rüscher macht immer so schöne Verpackungen. Muss man den wirklich anrechnen. Egal, ob ihr jetzt sagt, ja, du bist ja eh ein L'Oreal-Fan. Ja, war ich, bin ich schon immer. Aber die Verpackungen, die lassen sich wirklich immer was einfallen. Es kommt nie hier nur so 0815 an, sondern es wird immer schön eingepackt. Ja, und zwar, ich setze mal eben meine Brille auf, dann kann ich auch mal gleich, sagt meine Kamera, die läuft noch, kann ich euch gleich mal alle Daten nennen. Und zwar sind das die neuen Infallible Ultra Matte Chocolate. Und die sollen bis zu 12 Stunden halten. Die sollen also einen präzisen Applikator, ich zeige euch den auch gleich, unglaubliche Lippengefühl einer Farbe. Es ist ein Liquid Lipstick, eine Revolution, unverzichtbar in deinem Make-up-Repertoire. Die kommen ab Juli oder sind ab Juli schon im Handel für ca. 10 Euro natürlich wieder in allen Drogerien, Parfümerien, Verbrauchermärkten und so weiter. Und ich habe sie hier schon aufgeswatcht und euch heute bei Instagram gezeigt. Und vom Auftrag her war ich sehr begeistert, weil, das zeige ich euch auch gleich nochmal, schaut euch mal an, wie deckend die sind. Also ich habe einmal mit dem Applikator rübergezogen und das ist die Farbe und das ist wirklich Farbe. Und da habe ich mir jetzt gedacht, das könnten wir eigentlich mal zusammen auftragen. Ich habe mir hier den Farbton rausgesucht, den 842. Der ist so ein bisschen roséfarben, das ist dieser hier. Und ja, wer jetzt den Nagellack sieht im Übrigen, da muss ich mal gucken, das ist der von Catrice. Das ist dieser hier, und zwar ist das der Favorit vom 2018, also Color of the Year. Der ist lila und steht weiter keine Nummer bei. Auf alle Fälle sieht er so aus. Und jedenfalls dieser Farbton ist der 842. Und den werden wir mal passend zu diesem Make-up einfach auftragen. Und ich bin schon gespannt, sie duften unheimlich gut. Und ich zeige euch auch gleich mal diesen wirklich tollen Applikator. Der ist nämlich so leicht angeschrägt, wie ihr das sehen könnt. Und lässt sich damit auch super auftragen. Ich bin mal gespannt, wie die so halten. Und lege jetzt einfach mal los und werde den mal auftragen. So, wie ihr sehen konntet, lässt sich das auch wunderbar hier in das Lippenherz reinlegen. Ich guck mal, ob wir nach unten damit hinkommen. Ja. Also, einmal eingetunkt sozusagen und dann reicht das für eure ganze Lippe. Also ich finde den sehr schön. Auf den Lippen im Moment, das Gefühl, also dieses Tragegefühl, ließ sich wunderbar mit dem tollen Applikator auftragen. Ihr habt das hier gesehen, ich habe ja so und dann darüber. Ich gucke nochmal, ich habe alles erwischt. Ja. Ich gehe nochmal rüber. Die sind ja auch matt, ne? Sind ja matt Lipstick. Und so von der Farbe her, also die Farbe gefällt mir ganz, also ganz, ganz toll. 842. Ich halte euch den auch mal so ein bisschen in die Kamera, dass ihr mal dieses Packaging sehen könnt. Das ist so schön, ne? Also die sind vom Aussehen her ganz, ganz, ganz toll. Ich habe die gesehen, habe gedacht schon bei Instagram die ganze Zeit immer, oh mein Gott, sehen die gut aus. Und ja, jetzt zieht er an. Man merkt jetzt, wie er richtig anzieht und trocknet. Das heißt, er wird auch gut auf den Lippen halten. Ich werde mal gleich gucken, wenn der so eine Viertelstunde drauf ist, ob ich damit was trinken kann oder ob ich hinterher auch nachher was damit essen kann. Auf alle Fälle gefällt mir dieser Farbton sehr schön. Ich gucke gerade mal, wie viele Farben es sind, die ich hier habe. Das sind 9 Farben. Ich hole sie mal eben raus. Das sind sie. Die neuen Farben. Ich überlege gerade, ob ich damit vielleicht gleich ein Video drehe und Swatches abdrehe für euch. Dann könnt ihr das gleich sehen. Ich muss mal gucken, wie ich die immer runterkriege. Und das wäre natürlich eine Sache, dann hätten wir gleich Lip-Swatches von den neuen Farben. Das sind auch schöne Schokofarben dabei. Aber ich fand diesen hier
halt auch sehr schön in diesem Rosenholzton. Ja, mal schauen, wie sie sind. Ob das im Moment zieht er wirklich an, dadurch klebt er so ein bisschen. Ich gucke mal, ob sich das Kleben dann irgendwann erledigt, wenn der richtig angezogen hat. Ich hoffe, euch hat erstmal dieses Video Spaß gemacht, denn ich wollte euch ja die Infallible 24 Stunden Freshwear zeigen. Und die finde ich ganz toll, wirklich ganz toll. Und ich muss jetzt auch sagen, ich finde auch den Farbton hier von dem Liquid Lipstick aus der Infallible Linie sehr, sehr schön. Mal gucken, wie er sich macht. Ich hoffe auch, der Rest auf meinem Gesicht gefällt euch. Und dann sehen wir uns zu einem meiner nächsten Videos wieder. Und bis dahin sage ich schon mal Tschüss und viele liebe Grüße von mir. Ja, und ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Ja, ich werde euch dazu nochmal was erzählen. Ich habe dabei der Ebru. Ich weiß nicht, wer sie von euch kennt. Die Ebru ist auch auf YouTube schon seit Beginn 2008, glaube ich. Die hat ja letztes Mal erklärt, warum es so wichtig ist, dass man einen Daumen hoch gibt. Das hat was mit diesem Algorithmus und alles zu tun. Sonst kommt man nicht nach vorne und dann wird euch nicht angezeigt die Glocke und dass ein Video hochgeladen worden ist, sondern dann wird man irgendwo nach hinten verfrachtet, irgendwie die letzte Reihe oder so, und dann wundert man sich immer, wenn man sagt, oh, ich kriege gar keine Nachrichten und dies und das. Also ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich auch, selbstverständlich, und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder, und bis dahin liebe Grüße von mir, tschüss.